Entschuldigung Leute für dieses Video, es ist beschissen. Also es kommen manchmal Qualitätsverluste des dritten Grades. Ich laber gerade wieder mal Scheiße. Also ich würde mal sagen, wir kommen schnell zur Sache. Es ist die schlechteste Qualität, die ich jemals hier gebracht habe. Deswegen entschuldigt mich, nächstes Mal kommt was Besseres. Und GG, haut rein und ciao. Und stimmt dafür jetzt mal, also antwortet am besten bei diesem Video. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Es hängt davon ab, wie ich kommentiere. Und viel Spaß noch. Und willkommen zu allen mehreren Runden Bestes Deutsch. Mit dabei ist hier der Fabrox Fabian. Fabrox Fabian und er ist Moslem und wir wollen. Klar. Also YOLO, egal, scheiß drauf. Also wir zocken hier gerade ein bisschen. Oh mein Gott, ich brenne! Okay, wir zocken hier gerade ein paar Jumps einfach so auf den Muffin. Muffin.eu. Keine Ahnung, ich kenne den Server-IP nicht. Juckt mich eher gesagt. Amafigraph.de ist einfach in die Videobeschreibung, genauso wie der Farblox, falls er einen Kanal hat, falls er nicht, ist ja auch egal. Ich kenne ihn gerade erst seit einer halben Stunde, also von dem her ist er mir sehr fremd und ich wollte ihn einfach mal in meine Aufnahme haben. Ich bin halt ein Babu, so ein bisschen. Was ist das für ein Scheiß, es fängt an zu laggen! Oha. Okay, ja. Ich wollte sagen, hier in diesem Video geht es ganz arg drum um die Kommentierweise bei mir. Weil ich wollte am Anfang erst so ruhiger kommentieren und danach, er gesagt, den Ausraster spielen. Also, ab sofort in meine Aufnahmen, aber ich weiß halt nicht, was ich, wie ich kommentieren soll. Ob es ein paar Leuten gefällt oder nicht. Ich habe einfach mal, also ich packe einen Strawpool, beziehungsweise eine Voteumfrage unten in die Videobeschreibung. Oder ihr könnt es auch in den Kommentaren reinschreiben, was ihr haben wollt, was ihr für eine Kommentierweise haben wollt. Einmal gibt es hier zur Auswahl den Ausraster. Okay, jetzt zocken wir einfach jetzt mal Warp. Was gibt es denn für Sachen? Warp, Straßenjump, das ist cool. Kenne ich nicht. Okay, Straßenjump sieht cool aus. Wo bist du? Mit Doppel-S? Ja, Doppel-S. Doppel-S. Existiert nicht, geil. Stassen. Ich hab Stassen-Jump geschrieben. Okay, warte, das Problem ist, das ist irgendwie gesperrt. Also, wir können da gleich mal weggehen. Wir gehen dann am besten mal auf. Ja. Was ist das für ein Kack-Server? Server! Ich meinte, wir gehen das am besten mal auf, Sweet Jump, klingt sehr, sehr, cool. Sweet Jump, geiler Name. Oh, der ist aber sehr sweet. Okay, wollte ich fragen, was ihr für ein, für eine Kommentierweise haben wollt, eher gesagt den Ausraster, den Stimmverzerrer oder sowas in der Art, einfach so mit, falls ihr zufälligerweise dieses Stimmverzerrer-Programm kennt, nicht Clownfish oder so, Autotune, das was Haptic Rush immer benutzt bei seinen Black Ops 2 oder so Lifestyle-Songs, keine Ahnung, wie auch immer, ich werde dann einfach mir irgendwas ausdenken oder ihr schreibt was in den Kommentaren, zum Beispiel, ich soll einen Hund nachmachen. Okay, es ist gerade ein schlecht animierter Hund, also ich aber eine Robbe. Ich weiß. Also einfach mal irgendwas in den Kommentaren reinschreiben, was ich machen soll, zum Beispiel den Hurensohn, die Missgeburt oder die Seerobbe oder irgendwas. Ich will mich halt als irgendwas bekannt geben, nicht einfach so der normale YouTuber sein, der einfach irgendwas sagt, zum Beispiel, oh ja Leute, heute zocken wir mal eine Runde Survival Games, ich will schon was Anspruchsvolles machen. Es war ein bisschen blöd, ich übersteuere mich. Okay, anspruchsvoll ist es nicht, aber ich wollte einfach mal ein kleines Beispiel zeigen, weil es tut mich einfach kennzeichnen, dass ich das bin, weil es gibt keinen behinderten Jungen wie ich und verstehst du, was ich meine? Und es gibt keinen Menschen, der diese Stimme nachmachen kann. Also am besten irgendeine Stimme, die ich allein erfunden habe, was gar nicht existieren kann oder keine Ahnung, Penis, Hurensohn. Ich wollte einfach mal sagen, schreibt einfach in die Kommentare, ob ich ja der lustige Typ sein soll, also keine Beleidigungen, ob ich der nette Typ sein soll, der vorbildliche, beziehungsweise immer nett sein, wenn mich irgendjemand tötet, jetzt sagen, oh geil, Alter, du hast mich jetzt erwischt, GG, Digga, oder soll ich lieber sagen, du bin nicht dran, der Abwehr, geh verrecken und so weiter.
Also ist lustig, also viele YouTuber machen das auch und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz witzig. Oder was würdest du wählen? Ich? Ja. Ja, mir wäre das eigentlich egal. Ich finde das schön, wenn du so abwechselst, so ein bisschen. Und so ein paar Sachen. Also den Ausraster-Typ. Ja, können wir machen. Okay. Also ich finde auch, das Auslassen ist eigentlich sehr, sehr cool, weil das gelingt mir im Moment sehr, sehr gut. Und was passieren kann ab und zu ist, dass meine Stimme da... Fuckhaken! Oh mein Gott! Okay, ich wollte sagen, ich bin gerade runtergefallen und gleich kommen wieder meine Nachbarn. Also vielleicht wissen es manche, ich habe sehr viele Probleme mit meinen Nachbarn, weil manchmal... Du hast keine Nachbarn mehr. Die sind schon ausgezogen. Ja, nein, die ziehen nicht aus. Ich wollte sagen, ich habe sehr viele Probleme mit meinen Nachbarn in letzter Zeit, weil ich immer so rumrage und es könnte sein, dass ich manchmal sehr viele Probleme habe mit meinen Nachbarn und deswegen könnte ich mal nicht rumschreien, aber das ist auch egal, ihr dürft entscheiden. Und ich sag mal einfach, bevor ich hier noch einen Nervenkreislauf-Kollaps bekomme, werde ich diese Aufnahme stoppen, weil dieser Jump geht mir gerade relativ auf den Sack. Ich hab fast geschafft. Ich habe keinen Bock, den weiterzumachen. Ich habe keine Lust mehr. Keine Lust! Okay, Leute, dann sehen wir uns noch zum nächsten Mal und ciao! Was willst du noch sagen? Willst du irgendjemand grüßen? Deine Mutter, dein Vater? Ja, ich grüße meine Mutter, meinen Vater, meinen Onkel, meine Oma, Opa und alle meine Familienmitglieder und meinen Freund Peter. Mein Freund Peter, okay. Da ist er nicht so, aber okay. Okay, dann sage ich einfach nur 3, 2, 1. Geil.